Der Parabelritter hat ein neues Video zum Wokismus veröffentlicht. Und wir schauen uns, da die ersten Kapitel dieses Videos ziemlich langweilig und langatmig sind, nur die letzten zwei an, nämlich Wok-Kritik von links und sein Fazit zum Wokismus. Ich hatte, wie gesagt, die ersten Kapitel schon durchgeskippt und bei den letzten Kapiteln, da habe ich zumindest die Hoffnung, dass das etwas, ja, sinnhaftiger ist. Aber wie gesagt, ich habe nur ganz kurze Ausschnitte gesehen, deswegen weiß ich nicht, wie gut sein Statement ist. Das ganze Video war ja meiner Meinung nach ziemlich verlogen. Da hatte ich schon ein Statement zu abgegeben, bezogen auf einen Ausschnitt. Aber ich würde sagen, schauen wir uns trotzdem mal, ohne unsere Vorurteile gegen den Parabelritter jetzt allzu sehr zu strapazieren, die letzten zwei Kapitel an und versuchen sie inhaltlich zu bewerten. Wechseln wir doch mal die Perspektive. Es gibt nämlich auch eine ziemlich starke Kritik an der Wokeness, aber von links. Und ein Hauptargument ist, bei der Debatte um Intersektionalität wird die Klasse vergessen. Professorin Catherine Liu argumentiert, dass es die Klasse ist, die Menschen zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammenschweißt und nicht Ethnie oder Geschlecht. Deshalb fordert Liu, müssten wir zum Klassenkampf zurück. Falls du jetzt rausfinden willst, in welcher Klasse du bist, empfehle ich dir das Video "Bist du schon Unterschicht" von mir. Und ihr habt natürlich total recht, wenn ihr jetzt denkt, das habe ich doch schon mal gehört. Richtig, hier haben wir es wieder. Exakt. Also das war ein gutes Video vom Parabelritter, das muss ich tatsächlich sagen. Da hat er tatsächlich vernünftig über dieses Thema geredet, aber nur ein paar Wochen später hat er dann versucht, seinen Zuschauern diesen befeuerten Wirtschaftskrieg gegen Russland, der die Realeinkommen großer Teile der Bevölkerung extrem eingedrückt hat, versucht schmackhaft zu machen. Also zwei Dinge, die überhaupt nicht zusammenpassen. In dem einen Video, da agitiert er für Klassenkampf und dafür, dass die unteren Klassen endlich ihre Interessen vertreten. Aber beim Wirtschaftskrieg gegen Russland, da sind die Interessen der unteren Klassen völlig egal. Da muss man dann wieder auf der moralisch richtigen Seite stehen und unsere Demokratie gegen den russischen Autoritarismus verteidigen. Also, ja, wie gesagt, das ist diese Verlogenheit, die ich meinte. Aber dazu können wir, glaube ich, gleich noch kommen. Ich sehe gerade, dass mein Bild wieder kurzzeitig angefangen hat zu hängen. Das lässt sich relativ fix reparieren. Also geht es jetzt weiter, würde ich sagen. Wieder mit Sarah Wagenknecht zu tun, die mehr Klassenkampf und weniger, aus ihrer Sicht, irrelevante Identitätspolitik will. Diese linkskonservativen Stimmen sehen in der Wokeness einen Widerspruch zum Klassenkampf, da Woke-Ideen oft aus Kreisen kommen, die über das finanzielle, aber auch das akademische und gesellschaftliche Kapital in unserer Gesellschaft verfügen und daher gar keinen Klassenkampf führen können. So nach dem Motto, ein Firmenbesitzer wird kaum Klassenkampf betreiben und sein Buchhalter vermutlich auch nicht. Kapital, das ist nicht mehr nur im marxistischen Sinne eine Fabrik, sondern in unserer modernen Gesellschaft geht es um immaterielle Werte. Der marxistische Autor Frederick de Boer findet, dass auch die Woke-Bewegung am Ende nur versucht, einen erhöhten Status einzunehmen. Abstrakte Symbole und Konzepte, keine Lebensinhalte mehr, die real sind. Und laut de Boer gewinnt am Ende nur, wer positive Gefühle auslöst. Ob das sinnvoll ist, was getan wird oder nicht. Hauptsache, man kann sich gut verkaufen. Wokeness ist nur eine Art Kapitalismus auf Steroiden. Das sagt zumindest der Philosoph und Publizist Alexander Grau. Also er sagt es natürlich komplizierter. Laut ihm würde die Wokeness einer entgrenzten, immer mobilen, immer dynamischen, sich permanent neu erfindenden Marktwelt den gesellschaftspolitischen Boden bereiten. Es geht darum, immer weiter Grenzen zu überwinden, voranzuschreiten. Grau argumentiert, dass es in der Wokeness keine natürliche oder moralische Ordnung gibt und dadurch alles, was unser Sozialleben ausmacht, eine menschliche Konstruktion ist. Und dadurch lässt sich alles immer auch verändern. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das ist nicht nur super woke, das ist auch super für den Konsum von immer neuen Dingen. Oder wie es de Boer sagen würde, die Woken sind die ideologischen Sturmtruppen des globalisierten Finanzkapitalismus spätmoderner Prägung. Sturmtruppen vermutlich, weil sie so selten mal ins Schwarze treffen. Wokeness bedeutet ja auch, alle Minderheiten und Unterschiede wahrzunehmen. Also auch maximale Differenzierung. Jeder wird individuell betrachtet. Und wie wir vorhin mit den superweisen Juden gesehen haben, ist es berechnen, wer wie viele Diskriminierungen zugeschrieben bekommt, eine Wissenschaft für sich, eine problematische Wissenschaft. Geht es um die Frage, bist du woke oder nicht, wird es aber absolut. Alles Private ist dann politisch. Ich will sagen, es geht um das richtige Sein, nicht das richtige Tun. Man kann ja auch schlecht halb woke sein. Hier wird also nicht differenziert, warum jemand etwas sagt oder tut. Musik
kriegt ihr jetzt einfach, ob ihr wollt oder nicht. Ich glaube, dass... Zu Kritik von links kann ich sagen, dass das gut zusammengefasst wurde. Also für die 3 Minuten, die er da investiert hat, das stimmt. Also die Kritik, die ist tatsächlich gekommen, die kommt. Und er hat ja auch Sarah Wagenknecht tatsächlich geschafft zu erwähnen, ohne sie zu diffamieren. Das ist bei ihm auch schon überraschend. Eine zu schnelle Fortentwicklung unmittelbar zu Gegenwehr führt. Die ursprüngliche Intention der Vogue-Bewegung war lobenswert und kühn. Sie strebte danach, die Unterschiede zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und die damit verbundenen Privilegien aufzudecken und anzuprangern. Angefangen mit dem Kampf gegen Rassismus in den USA, breitete sich das Phänomen der Vogue-Bewegung in der gesamten westlichen Welt aus, insbesondere in der Frauenbewegung und dem Streben nach Geschlechtergleichberechtigung. Aber man verlor sich im Theoretisieren. Also, ist Wokeness jetzt am Ende? Was soll ich sagen, Leute? Nach all dem hier, denkt ihr da... Nein. Nein, es ist nicht am Ende. Sie haben kulturelle Hegemonie und auch der Parabelritter ist ein Walker-Influencer. Ich hatte es im ersten Teil schon mal gezeigt. Auch der Parabelritter diffamiert jede noch so moderate Kritik an der Gender-Ideologie und ihrer sehr affirmativen Thematisierung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk als rechtsextreme Propaganda. Also das ist das Framing, was der Parabelritter für Kritik am Walkismus und an der Gender-Ideologie verwendet. Dazu brauchen wir nichts mehr sagen. Ja, der Wokeismus ist absolut dominant und auch du bist woke, selbst wenn du dich selbst nicht so bezeichnen magst und hier den milden Kritiker memst. Wirklich noch, dass man diese Frage so einfach beantworten kann, dass es etwas Einheitliches wie Wokeness gibt? Das gibt es nicht. Es gibt ein Spektrum, es gibt eine Haltung, es gibt Aktivismus, der damit beschrieben wird. Und ich denke, dass, wenn wir diese extreme Form des Aktivismus meinen, wir eine Trendwende im Diskursraum wahrnehmen können. Ja, aber vielleicht ist es besser, sich das Ganze einfach mal anders vorzustellen. Es ist wie ein Pendel. Es ist wie ein Ausschlagen in eine Richtung. Politisch progressiv. Aber das Pendel, das ist zu energisch, zu rasch nach vorne geschnellt. Wie in den USA, wo die Bürgerrechtsbewegung zuerst große Fortschritte erzielte. Diese Gegenbewegung, die wir jetzt verspüren, gab es bereits beim ersten Aufkommen einer woken Bewegung, und zwar eben bei dieser Bürgerrechtsbewegung. 1964 war die Mehrheit der weißen New Yorker der Meinung, die Bürgerrechtsbewegung sei zu weit gegangen. Im Jahr 65 ergab eine Gallup-Umfrage, dass 85% der Amerikaner glaubten, Kommunisten seien an der Bürgerrechtsbewegung beteiligt. Ja, Kommunisten waren das Gegenteil der gewünschten Form von politische Haltung in den USA damals. Faschisten sind das Gegenteil jetzt. Irgendwie fühlt sich das gerade etwas vertraut an, findet ihr nicht? Innerhalb von nur wenigen Jahren haben sich ausgehend von den Großstädten neue Regeln und Betrachtungsweisen, politische Forderungen und Kultur ausgebreitet, die nicht bei allen auf Begeisterung gestoßen sind. Die Rückwärtsbewegung des Pendels empfinden jetzt viele als Befreiung, als Ende eines nicht weiter definierten Drucks. Ich auch. Denn Teile der Forderung empfand ich als dogmatisch und autoritär und schlicht und ergreifend übergriffig. Übergriffig, ja, ist es übergriffig, ganz normale Kritik an der Gender-Ideologie als rechtsextreme Propaganda zu diffamieren. Ist jetzt leider das einzige Beispiel, was ich rausgesucht habe. Ah, dieses Video hier ist wirklich Endlevel an Hetze gegen politisch Andersdenkende. Und wirklich, schaut euch das an. Verbreitet weltrechtsextreme Propaganda. Ist auf seinem Kanal immer noch online. Also, ja, zu den Übergriffigen gehörte der Parabelritter auf jeden Fall auch. Extreme Ausprägungen führen immer wieder zu Widerstand und diesen Widerstand weiß die Gegenseite zu nutzen. Aber das historische Beispiel, das lehrt uns, dass wir uns gegen den zu starken Backlash wappnen sollten. Ich glaube, es ist wichtig zu erreichen, dass wir als Gesellschaft das Zurückschwingen des Pendels an einer Stelle aufhalten, wo wir einen gesellschaftlichen Fortschritt im Hinblick auf Gleichberechtigung beispielsweise warnen können. An einer ausgewogenen Stelle, dass wir diese extremen Stilblüten hinter uns lassen können. Wenn wir uns aber treiben lassen von der Gegenbewegung, könnte dieser Rückschwung missbraucht werden. Also rennt bloß nicht den bösen Hetzern von der AfD oder dem BSW hinterher, das will uns hier wahrscheinlich sagen. Indem man mit Angst populistische Politik durchsetzt, die am Ende für die Mehrheit... Populismus, das war doch das, wo uns MyLab zuletzt drüber aufgeklärt hat. Also wer dieses MyLab-Video nicht gesehen hat, MyLabs Definition von Populismus sah wie folgt aus: Populismus ist linke Politik. Also wenn du Politik gegen die Elite und für das Volk machst, dann ist das Populismus. Und ja, das sollte eigentlich das Ziel jeder linken Politik sein. Dementsprechend kann man damit jede linke Bewegung, wie man jetzt beim BSW sieht, durch diesen Populismus-Frame diffamieren. Und ich vermute mal, darauf wird das beim Parabelritter auch hinauslaufen, auch wenn er es aktuell noch nicht so expliziert.
Wahrheit Konsequenzen hat, dass wir quasi von einem Extrem ins andere fallen. Man muss den Fortschritt auch mal anerkennen. Aber dieses Klein-Klein führt zu immer spezielleren, absurderen Forderungen. Und ich möchte an der Stelle nochmal Felix Lobrecht zitieren. Mich erstaunt immer wieder, dass die gut erforschte Diskriminierungsdimension ökonomischer Herkunft nicht Thema ist, obwohl wir in einer sehr woken Zeit leben. Wir wissen, dass sich Armut reproduziert. Aber die Diskriminierungsdebatte wird sehr akademisch geführt. Was für ein smarter Mann, dass er ein ganzes Video in 3 Sätzen zusammenfassen kann. Ich bin echt beeindruckt. Vielleicht hat Woke nie den richtigen Kampf gekämpft, weil ihn die Falschen geführt haben. Erinnert ihr euch an Professor Liu, die ich vorhin zitierte? Sie sagt, es wäre wichtiger, ganz aus den Kulturkämpfen auszusteigen und sich den materiellen Fragen und Kämpfen zuzuwenden. Also, ja, absolut. Lasst uns für eine multipolare Weltordnung streiten, lasst uns diesen Wirtschaftskrieg gegen Russland beenden. Wer die Realeinkommen allein 2022 um 4% hat einbrechen lassen, wer die Industrie hier aus Deutschland verscheucht, der lasst uns die katastrophale Zentralbankpolitik der EZB beenden, die den Bausektor in Deutschland zum Absturz bringt und dafür sorgt, dass wir immer weniger bezahlbaren Wohnraum haben. Lasst uns ja große staatliche Bauprogramme aufsetzen, lasst uns eine Steuerreform durchsetzen, lasst uns neue Lohnpolitik machen, lasst uns über eine andere Handelspolitik diskutieren. Und wie gesagt, lasst uns in erster Linie, das wäre eine Maßnahme, die wir sofort ergreifen können, alle Wirtschaftskriege gegen andere Staaten beenden. Gegen Russland, gegen Syrien, gegen den Iran, gegen Venezuela und gegen alle anderen Staaten, die vom Westen gerade zu Boden gedrückt werden. Ich bin gespannt, ob der Parabelritter dazu stimmt. Das wären nämlich Dinge, die man materiell sehr schnell verändern könnten und die nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern sehr vielen Menschen ein sehr viel angenehmeres Leben bescheren könnten. In diesem Sinne, lasst uns Wokeness beenden. Nicht den Kampf für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung, sondern den Kulturkampf, der aus dieser Entwicklung entstanden ist. Und vor allem, lasst uns die Unvereinbarkeit ablegen, mit der dieser Scheinkampf ausgefochten wird. Lasst uns verhindern, dass es am Ende nur noch woke... Das kann doch nicht dein Ernst sein. Also wirklich, also, hier, sein Video über Daniele Ganser. Gefährlich ist dieser Mann, da werden wir doch drauf reagieren. Also der versucht ja wirklich auf übelste Art und Weise Daniele Ganser zu diffamieren und in eine rechte Ecke zu stellen. So, lasst uns diese Unvereinbarkeit ablegen. Ja, die Unvereinbarkeit, die du in 75% deiner Videos selbst an den Tag gelegt hast. Also verarsch uns nicht. Unfassbar, ehrlich. Und Anti-Woke gibt und dazwischen kein Platz für jene ist, denen es wirklich um eine handfeste Verbesserung in dieser Gesellschaft geht. Ich danke euch und ich bin beispielsweise Leuten wie Sarah Wagenknecht, Daniele Ganser, Ulrike Gero, die von dir diffamiert werden. Oder Leute, die einfach Anlagetipps geben, die dir nicht gefallen und ein paar Prognosen abgeben, die du zu krass findest und die du deswegen ganz nonchalant mal in die Nähe zu Antisemitismus rückst. Alles kein Problem. Ich meine, ja, also, ja, beim Parabelritter kann man nur sauer werden. Er ist ja jetzt beim Öhr, beim Funk. Wir werden auf all diese Sachen reagieren. Also hier drauf habe ich schon reagiert. Aber auf all die anderen Sachen, Daniele Ganser, Sarah Wagenknecht, Crash-Propheten, das sind die 3 Videos, auf die ich auf jeden Fall reagieren werde. Ja, also seid auf jeden Fall gespannt, wenn ich mal einen Abend nichts habe, wo ich darauf reagieren will, dann wird der Parabelritter rankommen, denn er ist jetzt Teil von Funk. Das heißt, er verdient eine genauere Begutachtung seiner Methoden, seiner Inhalte und Vorgehensweisen.